Also, wir machen das. Ja, natürlich. ich sehe, ist das, ich glaube, nochmal ein Nicht-Platzierter und einer aus der Silber League. Silber, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Silber oder Platin ist. Aber es ist ein Clan, es ist ein anderer Clan. Ja, und wir? Ja, wir haben auch einen Clan, aber die können es wahrscheinlich, die machen wahrscheinlich Clan-Matches. Clan ohne Plan, würde ich sagen. Clan ohne Plan, ey. Clan ohne Plan. Ja. Ja. Wer StarCraft spielen sollte und noch auch noch einen Clan hat und unserem jämmerlichen Zwei-Mann-Clan beitreten möchte, kann das gerne tun, auch wenn ich es nicht glaube, dass sich überhaupt irgendeiner dazu bereit erklären wird. Aber wir YOLO. Sind die Besten. YOLO, wir sind die Besten. SB Rage. Schickt mir eure Werbung. Jeden Donnerstag ESL, kein Problem für uns. Jeden Donnerstag ESL-Spiel. Erwähnte ich schon, dass wir ein ESL-Spiel? Nein. Also, das ist gar kein Problem für uns. Also, wir glauben auch, wir sind die Besten hier im Raum. Ich hab früher ESL gespielt, oder? Ja, wir haben zusammen mal ein ESL-Spiel gemacht. Ey, aber so verkackt. Das ist aber schon Jahre her, ne? Ich glaube, wir sind gar nicht angetreten. Da waren wir noch, da hatten wir auch nochmal gleichzeitig vor. Ja, genau, da waren wir zu gut. Erstmal waren wir zu gut und zweitens war das, glaube ich, auch in der Zeit, wo wir unseren Minecraft-Server, weißt du noch, der einen Monat besteht. Sehr dunkle Erinnerung, weil ich... Ja, also wirklich so ein Mini-Projekt. Aktuell zum heutigen Tag an, ich hasse Minecraft. Schon seit längerer Zeit, schon seit Monaten, seit Jahren, ja. Das war 9. Klasse, das glaube ich. Da war Minecraft noch cool. Da war ja jetzt mit den Modifikationen, das dröhnt mir auch der Kopf. Also ich hasse Minecraft, ich hasse es nicht. Aber sagen wir es liebevoll. Nein, also ich weiß nicht, Minecraft, ich habe es früher gesuchtet. Es hatte mein ganzer Freundeskreis hatte Minecraft, ich war dann einer der letzten, der sich dann auch endlich mal Minecraft holen konnte, weil wegen kein Geld. Und als ich dann hatte, hab ich's gefeiert und gesuchtet, keine Frage, aber jetzt, also ich habe einfach den Reiz nicht mehr, ganz ehrlich. Genau, weiß ich nicht. Und warum zocke ich eigentlich mit Zergs? Ja gut, ich heiße Pentazerg, aber macht nix. Yalla. Ne, wir müssen mal gucken, also wie das jetzt wird. Also ein Sieg, komm. Wir machen jetzt noch 3 Spiele vor uns, also nach dem Spiel noch 2. Ein Sieg sollten wir schon uns als Ziel setzen. Sieg. Ja, der Nazi spricht wieder, was ich. Wen nennt sie ein Nazi? Ich distanziere mich klar von diesem Kerl da. Ich kenne den nicht. Also, ich hab nur Sieg gesagt. Mehr macht er nicht. So, okay, nein. Eine Frechheit hier. Ja, Pressefreiheit und so, ne? Boah, Pressefreiheit. Ich fresse hier gleich auch was raus. Nee, aber das ist auch schon... Das ist ja so eine spannende Frage, ob das mit der Presse was mit der Pressefreiheit ist. Auch gerade mal wegen, wer hat es nicht mitbekommen? Pegida. Erstmal Pegida und zweitens mit dem Anschlag in Frankreich. Wer aktuell schauen wird, das war jetzt glaube ich schon 2-3 Wochen knapp her. Genau. Auf die Zeitung, aber für die Zeitung. Ja, das war doch die. Ganz alter Herr. Achso, Charlie, dachte, die Zeitschrift. So hieß die Zeitschrift, glaube ich. Da war ja der Anschlag. Und das ist ja auch immer die Frage jetzt um der Pressefreiheit, weil das war ja, der Anschlag war ja aus dem Grund, das ist ja, glaube ich, also der Grund für den Anschlag ist ja gar nicht so krass durch die Medien gegangen, ne? Diese Wichser! Die scannen uns einfach natürlich, aber guck mal, die scannen mich überhaupt nicht. Die scannen mich auch überhaupt nicht, außer meinen 2 Kasernen. Ja, und ich bin genau am Rand. Also, der Grund dafür war ja, warum die den Anschlag gemacht hatten, weil die hatten sich ja Scherz erlaubt über den Propheten Mohammed. Und das glaube ich. Genau, richtig. Oder ist Mohammed bei den Propheten? Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit dem. Also,
Doch, doch, das war so. Mit dem Christentum kenne ich mich nicht aus. Ach, ne, was? Nein, umgedreht. Umgedreht. Mit dem Christentum habe ich es halbwegs, aber also kenne ich mich halt. Und der Papst dachte sich nur, nee. Der Mohammed. Nee, dieser arme Mohammed. Nein, Quatsch, was erzähle ich hier mit dem Christentum? Kenne ich mich aus, aber mit dem anderen Zeug bin ich jetzt nicht so bewandert, deswegen will ich da jetzt mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Verstehe ich. Aber ich glaube, oder es war halt so, dass die da sehr empfindlich drauf reagieren sollen. Bist du bereit für einen Blitzangriff? Nein, bin ich nicht. Guck mal, das ist meine Armee. Alter. Jetzt chill mal, komm, aber wir können ja hier mal, ne? Lass deine Leute mal hier und dann machen wir jetzt mal schönen sammel deine Leute mal nochmal an einen Platz. Ja, nicht bei mir. So, nimm mal deine anderen da mit und dann stellen wir uns ja schön in Reihe und Glied auf. Okay, wenn du meinst. Einfach nur mal für den Schönheitszweck, also das ist ja allgemein bekannt, dass man bei StarCraft geht es nicht um Gewinnen, es geht um den Schönheitseffekt. Zitat. Also bitte aufschreiben alle. Schön Stift und Zettel rausholen. Ja. Das alles noch bis in die Puppen, da kannst du ja noch mal ein bisschen. Den Screenshot muss ja noch einblenden und. Also, das ist so jetzt auch noch das Zitat. Viel Spaß. Oh, schau mal, jetzt sieht er unsere geile Einheit und denkt sich nur, oh geil. Das ist ja nicht meine. Der läuft bei dir, also warum? Also nee, also bei mir. Aber ja, aber nein, aber. Bei mir läuft es gerade nicht so. Liebe Leute von heute. Oh, geil. Wenn das vorhin nicht geklappt hat, was macht man dann? Genau. Marco, siehst du es? Ja, ich sehe, was du da machst. Siehst du es? Ja. Weil das dann so... Wir planen jetzt auch einen Angriff. Mit... Ja. Genau, und bei mir baut sich... Berstlingen! Das finde ich das Coole. Kennst du Torchlight 2? Ja. Wer Torchlight 2 kennt, ich habe da, einen da Diablo. Kennt man ja einen kleinen Begleiter. Hat man da ja. Und ich habe tatsächlich einen Berstling als Begleiter bei Torchlight 2. Kann man das wirklich sagen? Von StarCraft, ja. Ja, weil ich kenne ja das Spiel als gesagtermaßen Diabolo-Klon. Ja, man kann es als Diabolo-Klon sehen, aber man hat so ein Haustier halt. Es kann ein Wolf und was ganz Normales sein. Los? Komm, jetzt los. Ja, komm mal runter, hau raus. Okay. Dramatische Musik bitte einmal einblenden für unseren Fan. Okay, jetzt wird spannend. Wo sind sie? Ja, auf der anderen Seite. Okay. Egal, du gehst vor, aber wo gehst du hin? Wo schickt er seine... Lol, da hinten geht's ja auch noch raus. Ey, warum bin ich jetzt hier? Wir haben den falschen Eingang. Wir haben den falschen Eingang zugebaut. Wir dachten so, boah, wir haben so die Wand. Das Geile ist, die Gegner haben es auch nicht besser gewusst. Die haben uns genau das gescannt. Wir haben Sau in die Wand, Bro. Alter, Scheißdreck. Ey, was sind wir denn für Lappen? Wundervoll. Das ist doch nicht wundervoll. Also, ja, wir bauen hier einfach mal alles zu. Lol, Sensorturm, Marco. Sensorturm. Nein, nicht angreifen. Nein, den Sensorturm sollst du, die Armee sollst du hier picken, wenn du nicht das da. Wo geht's hier hoch? Wo geht's hier denn bitte hoch? Da. Ja, fuck. Ich sehe Belagerungspanzer. Wo geht's hoch? Ach, da geht's hoch. Ja, ich gehe, versuch schon mal was. Ja, mach mal eben. Meine Berstlinge, los, zerstört es. Ja, komm, Bei mir sind die Einheiten tot. Bei mir auch. Egal, meine Berstlinge haben richtig geil Schaden, aber schon ganz gut Schaden gemacht. Und jetzt. Zum Vergleich, Direktvergleich. Direktvergleich. Unsere Wall.
Nee, nur. Aber die haben es richtig gemacht. Oh Gott. Der läuft bei uns, aber die haben halt, wie gesagt, die haben gescoutet und haben gesehen, die sind auf Bodentrupps. Dann bauen wir eine Wall, aber mit den Berstlingen haben die zum Glück nicht gerechnet, weil die Berstlinge, die sind super durchgekommen. Das ist, mein Berstling war ja super. Genau. Das kann man ja nicht anders sagen. Ich mach direkt nochmal neu, ja? Ich baue einen Raumhafen. Ja, ich wollte jetzt auch auf Flugeinheiten gehen, aber da brauche ich erstmal einen Bau. Weil das ist immer das Beste, ne? In der Theorie, wie man hier Zergs und sowas baut, weil manche sagen ja, Zergs sind am umständlichsten von dem Ding hier einfach. Scheiße! Aber... Ja, verlassen! Oh. Nö. Noch ist nur aller Teile Armen. Siehst du das? Wenigstens hab ich den Interleger-Armee noch zu tun. Die blaue Armee ist fast voll normal. Die blaue Armee ist wenigstens normal. Und die blaue Armee ist wenigstens noch sehr schwer. Also das hab ich gut gemacht. Ja. Die blaue Armee ist wenigstens noch schwer. Also, wenigstens das, ich mach jetzt nochmal Berstlinge. Vor allem, ich verstehe gar nicht, warum gehen jetzt mit den Feuerdingern auf dich, weil das Feuer ist ja eigentlich gegen die Zergs, ne? Aber ich rette dich mal, aber das ist halt das Ding, was ich eigentlich sagen wollte. Die haben dich in der Theorie. Entdeckt. Nee, die haben mich noch nicht entdeckt. In der Theorie weiß ich ja immer, was man bei Zergs bauen muss, aber eigentlich schon. In der Praxis ist das einfach so und ich verstehe so. Also, ja komm Marco, achte Kamera auf die Feuerhöhle. Oh. Scheiße. Okay. Ich versuch's nochmal, vielleicht schaffen wir's. Genau. Ja, jetzt haben sie mich auch mal ausgescannt. Oh, du bist weg, sehe ich? Oh nö, oh leck mich doch. Oh leck mich doch. Nein, nicht meine Berstlinge, nein, na scheiße, jetzt kann ich keine Berstlinge bauen. Ihr seid doch Hurenkinder. Los, greift doch mal an. Meine Superarmee, los, der wird keine Scheiße. Alles klar. GG. Tja. Also, ich schau noch seine wie sie zerstört wird. Ja. Das dauert ein bisschen, oder? Wir schauen mal auf die Grafen. Mhm. Also. Genau. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Ja, wenn wir auch so Lappengegner haben, ich meine. Was heißt Lappengegner? Was ist mit dem Blauen passiert? Der Blaue war voll am Arsch, den Blauen wären wir gegen den Blauen, das war der nicht Platzierte. Der Blaue hätten wir locker zerfickt, aber der andere, der BLSPL Vishnia, oder wie man das aussprechen soll, der war ein bisschen besser. Was? Nee, ne? Oh mein Gott, nein, nein, bitte nicht. Was ist? Ich will ja nichts sagen. Du hast nicht auf Play gedrückt. Aufnehmen. Nee, da ist alles gut. Aber, das waren gerade zwei Bronzegegner. Das waren zwei Bronzegegner. Hashtag so gut für die Bronze-Gegner. Das waren zwei Bronze. Der Vishnia war, glaube ich, irgendwie auf Platz 14 oder irgendwie in der Top 25 der Bronze-Liga. Also, das kann ja alles werden. Wir verlieren gegen die Bronze-Liga. Das letzte Mal, was ist denn mit uns passiert? Das letzte Mal waren wir Silber. Wir waren Silber. Das letzte Mal, das war... Das letzte Mal, komm, laber mich nicht zu. Wir machen weiter. Oh Gott, das wird so schwer.